So, das ist doch mal ein schönes Bild, um dieses Pseudo-Let's Play anzufangen. Gut, wie ich wahrscheinlich im Folgenden noch sagen werde, also während des Videos, ich werde eventuell den Anfang nochmal neu aufnehmen. Ich habe nochmal nachgeguckt, ich saß echt 10 Minuten davor und habe vor dem richtigen Anfang gelabert. Lange Sache kurz, ich habe 2 Jahre lang nicht mehr aufgenommen. Hab jetzt das DLC angefangen von hier Breath of the Wild, dem Master-Modus. Ja, das Ganze ist kein klassisches Let's Play, es ist mehr für mich eine Art Videotagebuch. Also Video, Gaming-Tagebuch, wie auch immer. Wo ich für mich selber auch extrem versuche jetzt festzuhalten, was ich wie wann gemacht habe. Extrem in dem Fall, ich nehme halt alles auf. Wenn ich im TS bin und mit Leuten am Reden bin nebenher, am Diskutieren oder sonstiges, wenn in meinem Haushalt hier irgendwann mal durch die Gegend schreit und irgendwen ruft oder sonstiges, ich versuche es möglichst rauszuschneiden, beziehungsweise mich rechtzeitig mal zu muten. Aber wird wahrscheinlich nicht immer funktionieren. Ich versuche auch möglichst dann aufzunehmen, wenn ich Ruhe habe, beziehungsweise wenn ich eh gerade nichts Besseres zu tun habe, werde ich spielen. Also es ist nichts Festes, es ist einfach nur. Ja, es ist quasi für mich. Wenn sich das jemand anguckt, ist es schön. Wenn irgendwas dazu schreiben möchte, ist auch schön. Gut, bevor ich das Ganze jetzt nochmal weiter in die Länge ziehe. Ja. Master-Modus, DLC, Breath of the Wild. Das wird asozial, das habe ich gemerkt. Aber wie ich auch gemerkt habe, wenn man das Spiel kennt, dann kann man es gut austricksen. Im Folgenden. Ja. Ich werde durch das Spiel hauptsächlich durchrushen. Die Story nehme ich so ein bisschen mit. Also ich werde alles machen mit der Story. In dem Sinne 100%. Nebenquests weiß ich noch nicht. Die sind so, naja. Ich nenne es mal MMO-like. Gehe dahin und hole das und mache das und das. Ja. Schreine werde ich auf jeden Fall alle machen. Story werde ich durchspielen. Krogsamen. Die habe ich nicht mal privat alle selber gesammelt. Da bin ich jetzt dran. Da bin ich bei irgendwie knapp 500 von den 900, die es gibt. Da ich jetzt das hier quasi im Nachhinein nochmal fürs Vorsch davor schneiden aufnehme, ich weiß nicht, wie oft ich über Krogsamen und so weiter noch rede. Nebenbei kann ich auch erwähnen, dass die erste Session, die ich hatte, 6,5 Stunden ging. Am Stück. Zum Ende hin wurde ich halt immer ruhiger und dann war es irgendwann 5 Uhr morgens. Es war wieder hell. Und ja, Ferien sind was Schönes. Gut. Das Einzige, worüber ich mich gewundert hatte, wo ich gestartet habe, was man zeigen könnte, nochmal ganz kurz. Ja, es ist relativ leise hier gerade. Der Hauptscreen in dem Spiel hat keinen Sound, außer Menüpunkte, aber egal. Möchtest du im normalen Modus spielen? Nein, möchte ich nicht. Man hat nämlich extra einen Punkt bekommen, Master-Modus. Und dann wechselt quasi der ganze Hauptscreen und dann oben links steht Master-Modus. Gut. Ich könnte jetzt auf neues Spiel klicken, aber dann werden alle meine Quick-Saves gelöscht. Ich lasse es einfach mal sein. Ich werde einfach mal, kann ich das gleich irgendwie bestimmt machen? Oh, mal gucken. Vielleicht kriege ich irgendwie gleich eine tolle Überleitung. Ich werde auf jeden Fall dann direkt das Intro vom Spiel hier nachschneiden. Und ich habe jetzt schon wieder 5 Minuten drauf. Sollte ich gleich noch was aufnehmen für die zweite Session, dann rede ich da eventuell weiter über Sachen, die ich jetzt angesprochen habe. Ich glaube, die 6,5 Stunden werde ich auf mehrere Teile doch noch aufsplitten. Sprich, ich werde aus 6,5 Stunden 4, 5 Videos machen, von knapp einer Stunde oder so immer. Und dann einfach Session 1, Part 1 und Session 2, Part 1 und so weiter. Das mache ich dann mal. Ich kann schon nicht mehr reden. Ja, das war auch sehr schön. Erstmal wieder ins Reden reinkommen. Werde das dann quasi in Sessions unterteilen und diese Sessions werde ich mir je nach Länge nochmal in Parts unterteilen. Das ist für mich irgendwie am sinnvollsten. Oder ich lade alles in einem Stück hoch, aber mal im Ernst, der guckt 6,5 Stunden irgendwie, wie irgendein Typ im Master-Modus die Gegend rennt und gefühlt alles durchrusht. Mein Tutorial war relativ schwer, ich habe geflucht, aber danach, wenn man das Spiel so ein bisschen exploitet, ja. Ich meine, das Spiel gibt es einem vor. Man kann es machen, so wie ich es gemacht habe. Dementsprechend passt das dann auch. Gut. Aber kriege ich jetzt über den Bildschirm hier schwarz? Moment.
Ich werde dann gleich im Folgenden meine Klappe halten und das Intro ablaufen lassen. Ich sag dann mal ciao. Nintendo präsentiert The Legend of Zelda. Breath of the Wild. Okay, ich weiß, wo stehen geblieben. Ich habe den Anfang, es ist schon etwas länger her, als ich ihn selber gespielt habe. So, verarsch mich nicht. Ich weiß, dass hier ein Kocksam ist. ja, was ich gerade vergessen habe zu erwähnen, ich spiele es nicht blind. Dementsprechend, ich versuche bei den Story-Sequenzen meine Klappe zu halten und den TS rechtzeitig zu muten. Aber es kann halt mal sein, dass, wie gerade zum Beispiel im Nebenzimmer, wer niest und ich nicht weiß, ob das jetzt auf die Aufnahme raufkommt. Dementsprechend, wer ein Story-Let's Play sehen will und vor allem blind, der sollte sich eins von vor einem halben Jahr raussuchen. Na, ungefähr ein halbes Jahr, 4 Monate mittlerweile. Stimmt. Mittlerweile ist es 4 Monate her, dass das Spiel rausgekommen ist. Boah. Ich habe die Switch schon seit 4 Jahren. Ja, ich spiele auf der Switch nebenbei. Ja. Wir sind Link, wir können springen. Ich gehe jetzt nicht auf die ganzen Neuheiten ein. Dementsprechend, ich spiele einfach und führe mein Tagebuch nebenbei weiter. So. Dies ist der Shika-Stein. Er wird dir nach deinem langen Schlummer den richtigen Weg weisen. Shika-Stein, eine geheimnisvolle Tafel mit einer leuchtenden Fläche darauf. Obwohl du sie zum ersten Mal siehst, scheint sie dir seltsam vertraut. Ist mein Korksamen jetzt da? Nein, scheiße. ich wette, der kommt, sobald ich einmal draußen war. So. Nebenbei, wo ich es erstmal gespielt habe, möchte ich anmerken, ich fand es interessant, beziehungsweise wo ich den Trailer damals gesehen habe, dass wir hier nackt drinne starten quasi. Also nur in Unterhose quasi. Also, ja. Potential for Hentai, I would say. Oh Gott, nee, ich habe noch nicht nachgeguckt. Ich will es auch gar nicht wissen. Altes Hemd, dünnes Hemd, das viele Jahre auf dem Buckel hat. Es ist zwar ausgefranst, aber erfüllt noch seinen Zweck. Die Ärmel sind etwas zu kurz. Tasche öffnen, ich kenne das alles. Ich meine, man müsste meinen, die wissen, dass ich den Master Mode spiele und dass ich das nicht brauche. Also diese Information. Alte Hose. Zerschlissene, aber nicht unbequeme Hose. Die Beine sind etwas zu kurz. Das weißt du, wo du sie gerade aus der Kiste genommen hast, ohne sie überhaupt getragen zu haben, Link.
Mein Respekt. Sie sehen aus wie. Das ist so ein Punkt, der mich allgemein stört. Alte Hose. Da steht nicht alte Hose und Schuhe. Aber egal. So, weiter. Okay, da. Halte den Schikastein über das Podest. Dann wird der Weg sich dir öffnen. Schikastein erkannt. Verriegelung aufgehoben. Oh, sieht wie aus, wenn man aus dem Kino kommt. Boah, da hat man geschlafen und Du dann. bist das Licht, das Hyrule wieder erstrahlen lassen wird. Es ist Zeit, deine Reise zu beginnen. Könnte, wer auch immer da momentan redet, ich weiß es natürlich, aber wer auch immer da momentan redet, halt die Klappe und lass mich zu Ende reden. So, jetzt ist hier drin Licht, ist mein Krogsamen jetzt da? Das ist mir auch aufgefallen beim Krogsamen sammeln. Also den Krogs kommen wir sowieso gleich noch dann im Nachhinein im Spiel. Aber ja, ich habe gesagt, ich spiele nicht blind. Ich nehme nichts, auf nichts Rücksicht. Er ist noch nicht da. Fuck you. Der Raum ist ziemlich klein. Wenn es dunkel ist, wirkt er irgendwie größer. Ja, genauso wie gerade eben. Dann ist so eine Szene, wo man einfach nur irgendwas macht und eigentlich keiner redet. Und ich weiß nicht, soll ich dann in dem Fall meine Klappe halten, allgemein gesehen? Oder soll ich dann einfach reden und warten, ob jetzt wer was sagt? Ich weiß es nicht. Oh Gott, so wenig Ausdauer. Oh Gott. Das wäre jetzt so ein Fall. Ich glaube, hier redet keiner. Wenn, dann höre ich einfach auf zu reden. Das wird sonst so langweilig, sag ich mal. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich muss schon sagen, in dieser Szene sieht irgendwie alles recht klein aus. Ja, wenn man erstmal da unten ist, dann ist alles sehr viel größer. Hallo. Pummelchen. okay, es sollte kein Geheimnis sein, dass das die Zitadelle der Zeit ist. So, warte mal. Route. Oh Gott. Wir haben. Ich will meine. Nee. Ich will meine Endgame-Waffen haben. Oder zumindest meine normalen Waffen. Ich will länger rennen als 2-3 Sekunden. Und ich habe jetzt auch noch was anderes gerade ver. Fair vermisst. Ich weiß nicht, wenn ich es jetzt nicht blind spiele, versuche ich dann einfach mal nichts zu verraten? Oder rede ich einfach drauf los? Es ist ja quasi mein Videotagebuch. Dementsprechend. Ey, du bist immer noch nicht da? Och, komm. Ich glaube, ich spiele erstmal das Tutorial jetzt durch. Bevor ich hier irgendwas versuche. Bessere Frage. Ah nee, kann ich noch nicht. Doch, das kann ich, aber das, was ich machen wollte, kann ich noch nicht. So. Was haben wir denn jetzt zu tun? Hyrule-Pilz. So. Wir könnten jetzt wie jemand, der blind spielt, alles Mögliche versuchen. Aber da ich nicht blind spiele und eigentlich nur durch die Masse bloß durchkommen möchte und das Ganze halt nebenbei mitdokumentiere, ist mir das relativ egal. Ich habe die Warnung im Zusammenhang ausgesprochen. Und das ganze Ge oh. Link, bitte. Das ganze Geprappel von Anfang an, vor dem Start des Intros. Ich weiß nicht, entweder nehme ich das nochmal neu auf. Kürzer, knapper und sortierter. Oder ich lasse das so drin, ich weiß es nicht. Ja. Yep. Normalerweise renne ich drauf los und sammle direkt alles ein. Funktioniert momentan nicht. So, konnte ich dich hier runterschieben? Ja, konnte. Link! Link! Begib dich zu dem Ort, den der Schikastein dir weist.
ferne Stimme auswählen. Tagebuch öffnen. Blablub, mir egal. Lass mich einfach machen, Mädchen. Ich lebe momentan sehr echt gefährlich. Ohne mein gewohntes Equip. Wo rollt der Stein jetzt bitte ganz hin? The fuck? Apfel, Röstapfel. Hey, das ist mein Röstapfel. Synchronisiere ich die oder lese ich einfach nur vor? Ich weiß nicht. Ho, ho, ho. War nur Spaß. Hier gibt es genug Äpfel für uns beide. Geröstet schmecken sie köstlich. Etwas verwundert bin ich aber schon. Hier trifft man nicht oft andere Reisende. Wer bist du? Du interessierst dich für einen Landstreicher wie mich? Oder fragst du nur aus Höflichkeit? Höflichkeit. Ich bin ein alter Sonderling, der schon seit Ewigkeiten allein hier in der Gegend lebt. Okay. Sag mir, was hat dich hierher verschlagen? Wo sind wir? Eine Frage mit einer Frage beantworten. Die jungen Leute wissen nicht mehr, was sich gehört. Aber vielleicht ist es Schicksal, dass wir uns hier begegnet sind. Ich werde sie dir beantworten. Wir befinden uns auf dem vergessenen Plateau. Dieses Gebiet soll vor langer Zeit die Wiege Hyrules gewesen sein. Ja, davon steht die Zitadelle der Zeit. Ich hab, glaube ich... Was fällt mir so auf? Habe ich einen Sprachfehler? Ich weiß es nicht. Entweder das oder ich bin einfach nur zu blöd zum Sprechen. Dieses Gebiet soll vor langer Zeit... Achso, habe ich schon. Bleib ruhig sitzen. Ist ja gut. Und Frame Drops. Dieser Tempel da soll in alten Zeiten von der Königsfamilie für große Zeremonien genutzt worden sein. Doch vor 100 Jahren ging das Königreich unter. Danach ist hier alles zerfallen. Mhm. Du siehst es ja selbst. Keine Menschenseele mehr weit und breit. Ich habe irgendwie jetzt schon. Es gibt so viele Leute, mit denen man hier reden kann. Du kannst die Fackel anzünden. Ja, mir egal. Was gedenkst du mit dieser Fackel anzustellen? Anzünden. Bei dem muss man ja Angst haben. Komm damit bloß nicht in die Nähe von trockenem Gras. Aber naja, hier treiben sich eine ganze Menge Monster rum. Vielleicht kannst du sie damit. Vielleicht kannst du dir sie damit vom Leib halten. Aber ich hoffe, du fuchtelst nicht wild damit herum. Du musst genau auf die Bewegung deines Gegners achten. Ja, ist okay. Fackel ich jetzt hier alles ab? Nee. Hab Holzfäller Axt. Meine. Ich möchte bitte den Quick-Auswahlbildschirm für Pfeile und für. Nee, nicht für Pfeile, für Waffen. What the fuck war das? Für Waffen und für Schilde gewechselt haben. Na komm. Baumfeld. Holzbündel, in dieser Form kannst du dein Lagerfeuer immer mit dir herumtragen. Nur anzünden musst du es noch irgendwie. Ja, ich habe jetzt auch gerade mit Axt nicht vorgelesen und bei der Fackel glaube ich auch nicht. Also, ich sammle ab jetzt einfach ein. Ich habe keinen Bock, alles vorzulesen. Ich will hier einfach nur durchrushen, Fragezeichen. Ich habe schon einen Plan, wie ich vorgehe. Ich will auf jeden Fall versuchen, möglichst schnell hier durchzukommen. Dementsprechend ein Story-Let's Play ist das hier jetzt eher weniger. Beziehungsweise, ja, Let's Play ist es ja eigentlich nicht. Es ist ja eigentlich, wie ich sagte, ein Video-Tagebuch. Ich nehme für mich, weil ich eh kaum Zuschauer hatte damals und so weiter, das Ganze auf. Irgendwer kann sich es angucken, falls es ihn interessiert. Hanna. Ach, natürlich! Haha, Master-Modus. Was? Ich möchte die Axt eigentlich noch halten. Das habe ich vergessen. Master-Modus. Ihr macht nicht mehr Damage, aber ihr seid schon Stufe 2 jetzt, obwohl ich mal gerade Stufe... Ach, und ihr Penner regeneriert euch außerhalb des Kampfes. Das war... Ich will nicht mehr. Okay, ich werde jedem Kampf aus dem Weg gehen. Bis ich die nötigen Mittel dazu habe. Und mit Routen, mit 2 Damage wird das nichts. Warte. Was soll ich jetzt da den... Ja, ich gehe einfach mal direkt... Ich versuche jetzt einfach möglichst schnell hier durchzukommen durch das Tutorial. Das ist das Beste wahrscheinlich.
Ausdauer, please. So much speed. Ah. Warte, halt. Hier sind ja echt nur blaue. Boah, das heißt, die ganzen Level 1 Gegner sind echt alle weg. Boah, Fakt ist. Warte, da habe ich gerade was gelesen gehabt in der Switch-Gruppe auf Facebook. Wenn ich hier stehe, trefft ihr mich nicht, aber ihr lasst die Pfeile stecken. 3, 4. 4. Na komm. 5, 6, 7, 8. Neun. Kommt das hin? Holzpfeil, gewöhnlichste Form, bla bla. Hier stecken auch noch einige. Hier liegen haufenweise Pfeile rum. Ich möchte nur die Pfeile haben, danach könnt ihr gerne mich in Ruhe lassen. So, wie viele Holzpfeile habe ich jetzt? 20. Passt. Ich werde zwar mehr brauchen, aber scheiß drauf. Ausdauer, oh Gott. Na komm. Ja, natürlich treffe ich halt mit einem scheiß Pfeil und ziehe mir 1,5 Herzen ab. Oh Gott. Oh Gott, lass mich einfach nur hier hoch jetzt. Na komm. Hallo, untersuchen. Danke. Bitte Schickerstein mit uns einsetzen. Ah, wieder richtig hinsetzen. So. Mal gucken, ob ich auch immer aufnehmen werde oder ob ich es immer nur ja, nicht episodenweise, sondern hier periodisch aufnehmen. Wenn ich Lust habe, nehme ich auf und wenn nicht, nicht, ich weiß nicht. Mal gucken. Schikastein erkannt. Schikaturm wird aktiviert. Es kann zu leichten Erschütterungen kommen. Mach du mal. Kavum. Ja. Los. Brumm, 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 brumm. Das ist gelogen. Es gibt hier keine Rot mehr. Es gibt nur blaue Bockblins. Finde es auch schön, wie alle gleichzeitig hochfahren. Und was mir noch nebenbei auffällt, wir waren in der Kammer eingeschlossen. Also dementsprechend, einer muss uns da eingeschlossen haben, davon mal abgesehen. Aber es war nur von innen ein Bedienfeld. Ich hoffe, das Ding hat einen Zeitmechanismus, ansonsten ergibt das keinen Sinn. Warum fliegen die da schon? Turm des Plateaus. Karteninformationen werden übertragen. Woran erinnert mich das in Melodie? Woher kommt die? Das ist eine alte Zelda-Melodie. Ich komme gerade nicht drauf. Na, komm. Danke. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Ja, passt so. Danke, gib her. Erinnere dich. Erinnere dich. 100 Jahre lang hast du geschlafen. Wenn dieses Ungeheuer seine vollständige Kraft wiedergewinnt, ist die Welt dem Untergang geweiht. Hi, Ganon. Nicht mehr viel Zeit. Beeile dich. Beeile dich. Zwei Sachen. A.
Wenn du schon 100 Jahre da drin steckst. Und ich sage einfach mal so, es ist Zelda. Wer soll es auch sonst sein? Ja. Muss ich jetzt die ganze Zeit so blinken? Oh, haben die das nervige Geräusch wieder eingebaut? Ich kann mich nicht erinnern, dass das im normalen Spielfeld auch so war. Egal. Warte, kann ich schon? Ja, kann ich. Ich will ihn aber nicht geduckt. Ich möchte. Wow. Einmal da. Und. Wildcard, genau. Entweder ist das Ding da hinten zeitgesteuert gewesen mit der Tür. Oder. Irgendwas stimmt da nicht, weil wenn man eingesperrt wird, muss da draußen ein Bedienfeld sein. Und die Aktivierungstafel war bei uns aber drinne. Das kann nur zeitgesteuert sein. Kann aber auch nicht sein, wenn es nur diese Tafel geben sollte. Gehe ich mal von aus. Dann lag die ganz innen drinne. Aber es gab zwei Türen. Aber da, zack und. Wo ist denn jetzt die letzte? Da. So. Ich brauche Herzen irgendwo her. Aber Dali. Soll ich mich jetzt hier raufstellen? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Habe ich irgendwas gemacht, was ich noch nicht machen sollte? Oder kam das erst, wenn ich unten war? Warte, worum muss ich? Darum. Hopp, 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 hopp. Ich vermisse mein Endgame. Okay, da bist du. Hi. Junge, Junge, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gesehen, wie überall diese Türme aus dem Boden geschossen sind. Das muss heißen, die Kraft, die unter Hyrule schlief, wurde erweckt. Du warst gerade auf dem Turm, oder? Was gab's denn dort oben? Da war eine Stimme. Du brauchst es nicht zu verheimlichen, wird. Ich habe alles ganz genau beobachtet, was sich dort oben abgespielt hat. Tut mir leid, ich habe auf B gedrückt, nicht auf A. Ich bin mir recht sicher, dass du eine Stimme aus Richtung des Schlosses vernommen hast, nicht wahr? Ja, hast recht. Volltreffer, was? Hast du nicht eine Vermutung, wessen Stimme das gewesen sein könnte? Einfach nur just for the lulz. Mit einem Wildfremden wie mir möchtest du nicht darüber sprechen, was? Nun gut. Aber dieses unheilvolle Wabern rund um das Schloss ist dir sicher nicht entgangen, oder? Wir nennen es die Verheerung, Ganon. Im Englischen klingt das geiler, Calamity Ganon. Es ist nun 100 Jahre her. Da hat dieses Unheil das Reich Hyrule zerstört, das sich einst hier befand. Es tauchte wie aus dem Nichts auf, zerstörte die Städte und kostete einen Großteil des Volkes das Leben. Und seit 100 Jahren verweilt es nun dort. Es hängt wie ein Geschwür an Schloss Hyrule, ein stolzes Wahrzeichen des Königreiches. Ich rede übrigens nur bei storyrelevanten Charakteren die Texte ab. Alles andere überspringe ich einfach und ja, passt schon. Also auch eventuelle Nebenquests. Wobei, ja, bei denen überlege ich es mir. Und du verspürst den Drang zum Schloss zu gehen, habe ich recht? Nö. Momentan nicht. Du willst zum Schloss. Du willst zum Schloss. Auch wenn du schweigst, deine Augen verraten es mir. Nein, hier vorne rennen schon überall blaue Bockblins rum, die irgendwie 48 HP haben. Und ich habe eine Rute auf dem Rücken, die macht 2 Schaden. Also nein, ich möchte nicht zum Schloss. Leider wird da so schnell nichts raus. Das Plateau, auf dem wir uns befinden, ist von jedem Abgrund umgeben. Wenn ich da runterklettere, schaffe ich das. Ich wette mit dir. Jeder, der dort hinunterfällt, ist verloren. Ja, ich klettere auch im Falle nicht. Wenn man allerdings wie ich ein Parasegel besitzt, sieht die Sache schon anders aus. Ach, gib es mir. Hoho, na gut. Aber nur unter einer Bedingung, ja. Ich will, dass du einen gewissen Schatz für mich besorgst. Eine vergessene Welt. Ja, neue Quest, Hauptziel. So, Tagebuch öffnen. Ja, folge mir.
Ja, stell mir schon mal hin. Ich habe das Ding schon markiert. Ich habe da oben schon vorgesorgt. Hast du irgendwie Herzen? Wobei, warte mal ganz kurz. Nee, ich dachte gerade, Essen füllt weniger auf. Ich hatte Angst. Siehst du das da vorne? Diesen Schrein, der so ein sonderbares Licht abgibt? Ja, da habe ich gerade Licht drauf gesetzt. Zur gleichen Zeit, als der Turm sich aus dem Boden erhob, begann dieser Schrein zu leuchten. Ist ja gut. Passt schon. Ich kenne mich ja aus, eigentlich. An solchen Orten findet man für gewöhnlich kostbare Schätze. Du willst ein Parasegel haben, oder nicht? Dann bin ich mal gespannt, was für einen Schatz du mir bringst. Mich interessiert diese Kiste da, aber da sind drei Bockblins Level 2 und ich habe keine Waffen. Ich überlege gerade, gäbe es bei den DLCs eine Waffe? Es gibt nur Rüstung. Ich habe nicht mal einen Bogen. Na komm her. Rückzug. Der Feuerpfeile. Ah! Ich kann nicht mehr rennen. Ich dachte nicht, dass der ein Horn hat. Ich habe nicht drauf geachtet, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich wusste, dass der Master Mode hart wird. Ich hätte aber nicht gedacht, dass er so hart wird. Kann ich da nicht Pfeile einsammeln? Oder verbrennt der Pfeil direkt mit? Nee. Okay, du kannst aber nicht bis hierhin schießen. Dann passt das ja.